Hallo, meine lieben kreativen Köpfe da draußen. Ja, Entschuldigung. Ich muss mich erstmal richtig auf den Stuhl setzen hier. Ja, heute basteln wir mal nicht mit Papier. Oh, ganz aufgeregt. Ich hoffe, ich schaffe das. Heute versuche ich mal ein bisschen zu nähen. Aber hab bitte, 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 bitte Mitleid mit mir. Bitte. Ich kann absolut nicht nähen. Gerade so ein Knopf an die Hose oder so oder keine Ahnung, aber das war es dann auch schon. Aber jetzt bin ich über meinen eigenen Zeh gefahren. Ah, das tut weh. Ja, aber bitte habt Mitleid mit mir. Ja. Ich habe leider kein Beispiel da, aber ich will euch trotzdem zeigen, was ich vorhab. Ansonsten muss ich ein anderes Video hochladen, wenn es nicht klappt. Ja, ich habe mir überlegt gehabt, gerade zur Weihnachtszeit, ne, werden die Tassen ja relativ schnell kalt. Klar, es gibt Thermos-Tassen und naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht gehabt, ja, wäre aber auch eine schöne Geschenkidee. Vielleicht so eine Last-Minute-Geschenk-Idee für einen oder anderen. Und ich will dann auch gleich direkt anfangen. Ich messe mir das jetzt erst einmal hier aus. Schreibe mir dann mal die Maße auf einen Schmierzettel. Also, ein Maßband. Die richtige Seite. Ich messe mir das jetzt einmal hier aus. So, so. Also bitte habt Mitleid mit mir. Ich kann absolut nicht nähen. Ich kann weder stricken, noch nähen, noch häkeln. Okay, es sind 26 mal. Mama, 9. 26 mal 9, okay. Ich habe jetzt ausgemessen, wie groß meine Tasse ist. Falls der ein oder andere es nicht sieht, irgendwie ist das Licht gerade so ganz doof. Vielleicht so besser, ich weiß auch nicht. Das wirft heute irgendwie Schatten. Na, einmal so und einmal so. Und dann nehme ich ein Stück Filz. Das nicht. Das ist aus dem Apfeleimer. Ein Stück Filz, was ich jetzt nicht unbedingt brauche. Keine Ahnung. Was nehmen wir denn? Dunkelblau. Lass mal gucken, ob das überhaupt durchscheint. Und hier habe ich so Spültücher. Die sind ja auch aus so einem filzähnlichen Stoff. Ich wollte halt was Bedrucktes haben, was auch vom weihnachtlichen Design her geht. Und da hat sich eben dieses Rote so gut angepasst. Bisschen. Ja, das geht. Das ist okay. Das sieht man nicht durch. Und da schneide ich mir jetzt erstmal zu. Ich hoffe, mein Filz langt. Nee, okay, langt nicht. Aber hier müsste es langen. Dann mache ich mir erstmal eine Markierung. Ich könnte es auch, glaube ich, ich nehme, glaube ich, das zweimal. Davon habe ich genug da. Ich glaube, ich nehme das zweimal. Das geht auch. Das war nicht ganz so dick, aber ich denke, das ist in Ordnung. Ich will es euch nur zeigen. Okay, also, was haben wir? 9. 9. Und 9. Schaut, ob ich das mit dem Cutter durchschneiden kann. Und mit dem Cutter lässt sich schön schneiden. Etwas Wusel wieder hier. Ist ja nichts Neues, ne? T-Rex basteln und so. Der ist ein bisschen verschnitten, aber ist nicht so schlimm. So, und dann machen wir das Ganze noch einmal. Wieso habe ich eigentlich zwei Lineale hier liegen? Kann man das mal einer erklären? Okay, also wieder 9. Ich könnte es auch diesmal blau machen von innen her. Aber nö. Nochmal das in Rot, farblich passend. So. Und ich habe vergessen, meinen Speicher leer zu machen. Fällt mir gerade so auf. Was natürlich unendlich cool ist.
dann machen wir das halt Ganze kürzer und ihr seht nur die Hälfte. Nein, das Nähen lasse ich dann halt weg. Da drücke ich dann auf Pause, dass es nicht zu lang wird. So, und jetzt machen wir das Ganze noch auf 26 kürzen. 26 hier. Einmal hier. Einmal hier. Und am besten empfiehlt sich wirklich halt eine gerade Tasse zu nehmen. Weil die, wo konisch sind, also die, wo so zugehen, spitz nach unten, die sind da eher weniger geeignet dafür. Weil da geht es halt schwieriger mit der Ummandelung, sage ich jetzt einmal. Und 26. Gut. Weg, 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 weg. Wieder Platz machen. Da schneide ich mir den Zipfel ab, dass es gerade ist. Und dann nähe ich mir das quasi so aufeinander. Das mache ich aber ohne euch, weil das ist absolut Horror für mich jetzt. Dann sage ich, sehen wir uns gleich wieder. Was ich vergessen habe. Wir müssen vorher noch ein Bändel einnähen. Ich nehme das in Rot. Das ist so ein Gummiband. Nämlich. Ich nehme einfach so ein bisschen abgeschnitten. Das ist also ein Action hier. Und das nähe ich mir vorher an eine Seite davon. Aber das mache ich auch alles ohne euch. Also das nähe ich mir da hier so fest. Vielleicht ein bisschen kleiner. Ich glaube, der lange da die Hälfte. Mal ein bisschen Spannung muss ja auch drauf sein. Also nur so ein Näschen quasi. Also nur so ein Näschen. Ich hoffe, das sieht man. Zeige ich dann euch gleich. Ich habe es geschafft. Mehr schlecht als recht, aber ganz ehrlich, ich habe mir schlimmer vorgestellt, dass ich es schlimmer schaffe. Ja, jetzt habe ich einmal quasi vorne und also ne, zusammengenäht. Dann machen wir die Decoration. Da habe ich mir jetzt, gibt es bei Pinterest ganz viele Ideen, da habe ich mir so einen Wichtel aufgezeichnet auf Papier, habe den auf Filz übertragen und den klebe ich mir jetzt einfach so mit ja, Dingens hin. Da sieht man die Striche noch. Mit, ja, wie heißt jetzt wieder? Na, mit Heiß. Mit Heißklebepistole, genau. So, und dann das Mützchen. Das habe ich jetzt aber aus Filz dann ausgeschnitten. So, das Mützchen. Und dann habe ich mir so Pompons geholt, eben welcher dem hier, als Nase. Machen wir immer so einen Klecks dahin. Sieht doch gut aus, würde ich sagen. Das kann dann theoretisch weg. Und dann, ja, muss ich mir noch einen Knopf annähen. Da mache ich mir aber eine Markierung dann gleich. Jetzt sieht der ein oder andere schon, was ich vorhab. Oh, vielleicht hätte ich das ein bisschen kleiner machen sollen. Fällt mir gerade so auf, aber ist nicht schlimm. Genau, dann kommt da mein Knopf hin. Geht das Gefährdel wieder los. Ich glaube, das mache ich ohne euch, weil das hat ewig jetzt gedauert, bis ich den blöden Faden da drin hatte. Oder? Mal schauen, ob ich es schaffe. Fängt ja schon da an. Ich weiß auch nicht. Mit Holz, Metall, alles kein Thema. Aber nähen, sei es mit der Nähmaschine oder mit der Hand, ist bei mir die Hölle. Einfach die Hölle. Nähen, stricken. Habe ich da nicht irgendwie so eine Einfädelungshilfe in meinem Kasten? Nein. Ach klar, die ist kaputt gegangen. Ja, da war ja was.
Wird nichts. Ich glaube, das mache ich ohne euch, weil sonst dauert es wirklich ewig. Und das muss ja wirklich keiner miterleben, oder? Wenn es jetzt auf den Anhieb schafft, dann auf den nächsten Versuch, dann okay. Nee. Okay, ich gehe mal einfädeln. Yay, ich habe es geschafft einzufädeln. Und habe mir auch schon einen Knopf rausgesucht von der Nina hier. Und dann versuche ich mal, den Knopf anzunehmen. Oh Gott, ich sehe es jetzt kommen die Kommentare. Du nähst falsch. Aber mir egal, ich kann es nicht. Ich kann es nicht, ich gebe es auch zu. Ich bin zu doof dazu. Jetzt machen wir erstmal einen Knoten, dass das Ding fest ist. Mich hat an dieser ganze Strick-Gedöns in der Schule, im Unterricht, im Handwerk nie interessiert. Ich. Holz. Holz, Metall. Ich kann bohren, ich kann sägen, ich kann alles. Aber ich kann nicht nähen. Aber man muss ja nicht alles können, oder? Ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Weil ich soll ja nähen. Ich sage es, glaube ich, zum 20. Mal. Ist absolut nicht meins. Ich muss das wirklich vorm Auge haben, dann sehe ich wirklich nichts. Aber ich glaube, den Knopf, den kann ich mit euch annähen. Ich glaube, der ist jetzt nicht so. So, darf halt jetzt fest sein. Dann mache ich mir wieder einen Knoten drauf. Na? So. Und dann mal schauen, ob das Ganze funktioniert. So, da ist meine Lasche. Vielleicht hätte ich es ein bisschen kleiner machen sollen, welche der Tasse, welche dem Henkel, das habe ich natürlich jetzt nicht einberechnet. Aber mach mal einfach einen Watch McGraft raus. Jo. Aber so schaut das Ganze aus. Eigentlich eine süße Idee. Müsste man noch ein bisschen perfektionieren. Aber okay, ne? Trotzdem sehr süß geworden. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Ah, war das jetzt echt ein Kampf für mich. Ich habe keine Ahnung, wie schlimm das für mich ist. Ich mache dann noch ein Video und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und zuschaut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich Bye-Bye und wünsche euch eine schöne kreative Zeit.